So, wir haben jetzt. Das schmeiße ich gerade mal raus. Hallo? Gut. Was war das bitte? Ja, das ist der Grund, warum ich das Ganze hier mache. Und ja, deswegen bin ich auch nicht so ein Freund davon. Brudi, lass mal ein Like da, lass mal ein Abo da. Ich versuche es ja immer wieder zu erwähnen, einfach weil ich meine Zuschauerschaft auch vergrößern möchte. Das ist selbstverständlich. Aber ich bin kein Freund davon. Und deswegen haben wir jetzt keine Kabelphones mehr. Da. Ich muss meine Achse da reparieren. Ich möchte nämlich gerade mal zu den großen Bäumen rüber jumpen und mir da etwas Geholz abholen. Weil wir werden so oder so, egal, wie man es dreht, am Ende noch viel Holz brauchen. Ich will das haben, das brauche ich. Gib das her. So, wir hatten ja hier irgendwo einen Tunnel reingemacht, kann das sein? Ja. Also ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die irgendwie sich auf ihre Klickzahlen, ja, wie kann man es nennen, sich darauf aufgeilen. Klar gucke ich gerne mal rein und sehe, aha, das hat jetzt so und so viele Klicks, das funktioniert gut. Das kam jetzt nicht so gut an. Da habe ich vielleicht nochmal einen Daumen runter bekommen, weil, sind wir mal ehrlich, ich möchte meine Qualität auch verbessern und deswegen versuche ich auch auf Community-Beiträge, Kommentare und dergleichen einzugehen. Und wo ist noch das Tunnel? Ich habe da doch irgendwo. Bin ich doof? Ja. Ah. Bauen wir auch noch aus. Ich bin da echt erpicht drauf. Es ist dunkel. Ich komme nicht zum Reden, Alter. Das ist unglaublich. Ja. Ich bin da echt. Man kann schon sagen, scharf drauf, meine Qualität zu verbessern. Deswegen möchte ich auch immer eure Meinung haben. Habe ich bisher noch recht selten bekommen, aber Leute, wenn ihr irgendwas habt, was euch stört, was ihr gerne anders haben würdet, oder weiß der Geier was, ich bin kein Unmensch. Solange ihr den Ton nicht verfehlt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich sogar darüber freuen, wenn ich irgendwann mal. Alter, Selex, was ist schon wieder los? Wenn ich irgendwie kreative Kritik, konstruktive Kritik bekommen würde, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Gut, das war jetzt abzusehen. Ja. Und ich bin jetzt nicht so der Typ Mensch, der mit seinen Videos übelstes Geld verdienen möchte. Also hier und da mache ich schon mal aus Gründen spaßeshalber die Monetarisierung an oder keine Ahnung. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, ich muss mit meinen Videos Geld verdienen, weil mit den Klickzahlen, die ich habe, würde ich da eh nicht viel bekommen. Ich sehe das Ganze viel weniger als Beruf an, sondern mehr als Hobby und. Moment. So, schon besser. Und deswegen lasst uns doch einfach gemeinsam Spaß haben und. Ja. Sollte sich aus diesem Projekt hier mal mehr entwickeln, dass der Kanal größer ist oder so, kann ich mir immer noch überlegen, Monetarisierung und den ganzen Käse anzumachen und vielleicht wirklich das Hobby zum Beruf machen, aber das ist derzeit nicht mein Ziel. Verstehst du, wa? So. Wir müssen noch immer knapp weiterreisen, um unsere. Alter, du willst mich doch verarschen. Das ist in unserem Scheiß Vorgarten. Was ist hier los? Komm ich da runter? Keine Ahnung. Voll gut. Voll gut, aber. Ich brauche mal eine Schaufel, damit ich mich da irgendwie reintrepieren kann. Okay, da muss ich mal den Zaun abmachen. Green Beans, Soybeans, Tomatoes, Lettuce. Okay, Asparagus, weiß nicht, was er ausspricht. Eggplant, Rhubarb, Lettuce, Strawberries. Alter. Weißes Kirschenlaub, schön.
Compass Dim. Black Medium Flower Pot. Ah, ein Blumentopf. Wassersalat. Ketten. Und da ist Darkwood. Merkurwood. Aha. Ein Kompass. Was ist da drin? Nein. Alter, was ist das hier? Okay, gehen wir gerade mal rein. Blumentöpfe. Da oben, das scheint auch ein Ding zu sein. Ich werde wahrscheinlich. Nee. Ein Spinnennetz. Hast du da drunter irgendwas? Wahrscheinlich nicht, wa? Na, sieht mir nicht so aus. Okay. Alter, das ist direkt quasi vor unserer Haustür. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Wir brauchen unseren Atlas. Ja, guck hier, da wohnen wir. Wahnsinn. Warte. Wo war der Punkt? Ich muss mir das gerade mal mit dem Finger markieren. Ah, okay, jetzt sieht man den Pfeil, der war gerade nicht zu sehen, glaube ich. Wie nennen wir das denn mal? Verlassene Farm. So. Vielleicht war das ja der Kumpel von Fridolin, der hier mal gewohnt hat. Der Bernd. Man weiß es nicht. Okay. Man kann durch die Ketten durchlaufen. Das ist schon mal cool. Okay. Ich überlege gerade, brauchen wir was davon? Vielleicht Salat. Könnten wir was mitnehmen? Ich mache jetzt bewussterweise nichts kaputt. Wir hätten sogar Soja hier. Soja werden wir wahrscheinlich eine Menge brauchen. Das nehme ich mal mit. Was ist das? Green Beans. Plant Mega Pack. Tomate. Würde ich auch ganz gerne was mitnehmen. Eine Probe. Gut. Wird schon wieder dunkel. Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen die verlassene Farm wieder. Ah, okay. Und wir gehen zurück zu dem, was wir ursprünglich vorhatten. Wir schnappen uns was Holz. Und dann kann die Reise auch schon weitergehen. Alter, wie einfach die halbe Axt dabei kaputt geht, das ist der Wahnsinn. Okay. Wir bekommen eine Menge Holz dadurch, ganze 3 Stack. Boah, Alter. Ich brauche mal ganz kurz das dann nicht, das da. Und wo sind unsere Cobblestones? Seichen Cobblestone, where are you? Ich glaube in der Tasche, oder? Okay, ah, ich bin blind. Okay. Freut mich zu erfahren, zu wissen, wie dem auch sei. Dann wollen wir doch gerade mal die Axt reparieren. Ich lasse die gerade mal hier stehen, wir werden noch öfter zurückkommen. Oh, hier sind so Lags, ey. Gib dir mal die Framerate. Ups. Wir haben derzeit 6 FPS. Das ist eine stattliche Anzahl. Warte mal, wir müssen erstmal die Axt reparieren. So. Das ist irgendwie witzig. Wir müssen nach jedem Baum die Axt reparieren. Verdammte Axt, wa? Wortwörtlich. So. Oh, ey, diese Frames. Ich bin froh, dass wir zu Hause sind. Das Witzige, wobei ich weiß gar nicht, ob es so witzig ist. Ich weiß, woher diese ganzen Frame-Drops herkommen. Das kommt von den großen Bäumen tatsächlich. Die haben so viele Blätter drauf, irgendwie mag das Spiel nicht. Also wenn wir den Wald mal abgeholzt haben, wird das hier anders aussehen, das sage ich euch. Gut, dann... Ich würde sagen, wir knallen uns mal den Rucksack mit Holz voll. Ich
Bin jetzt zwar nicht der Freund davon, hier irgendwie die Umgebung kaputt zu machen, zu zerstören, wie auch immer. Aber. Aha, die Umgebung macht uns unsere Framerate kaputt. Und deswegen müssen wir uns wohl übel verteidigen. Ja. Hilft nix. So, jetzt ist die Frage, kriege ich mit dieser Axt noch so einen großen Baum platt oder fällt mir die Axt dann dabei? Komm, wir gehen auf Nummer sicher. Weil, wenn uns die Axt zwischendrin kaputt geht, hallo? Ah, ich glaube, die ist noch nicht kaputt genug dafür. Dann machen wir erstmal ein paar kleine Bäume. Ups, Doppel-Ups. Multiples Ups. Ich will da raus. So. Wir machen erstmal ein paar kleine Bäume kaputt. Das ist ein großer. Boah, Alter, das ist so viel Holz hier. Also was Holz angeht, haben wir hier schon quasi das Goldene losgezogen. Wenn man von unserer nicht vorhandenen FPS-Anzahl an absieht. So, dann machen wir den da. Puh, Alter, ich werde hier wahnsinnig mit diesem. Das ist Daumenkino. Ernsthaft, es ist einfach nur Daumenkino. Gut, es liegen ja auch ein Haufen Items rum, weil die ganzen Blätter zerfallen erst. Da hängen irgendwie noch so Fichtenzapfen dran und Gedönse. Saplings kommen runter und. Warte mal, das kann ich ja vielleicht gerade mal beschleunigen. Das Holz kommt auch noch runter, die Items liegen auf dem Boden. Das gibt dann auch nochmal ein bisschen. Joa. Gut, da hätten wir den nächsten Holzdinger da. Das mache ich auch mal. Oh shit. Wunderbar. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben sehr viel dabei und sehr wenig Platz. Also an sich wollte ich eigentlich schon noch mal einen großen Baum abbauen. Warte mal, haben wir dabei? Wir haben Leder dabei oder halt Lederersatz. So, sammle ich hier gerade mal die Setzlinge ein. Total entsetzlich. Und dann schauen wir mal, haben wir denn eine. Huch! Nice! Hey, der ist gut. Kann ich mir zunutze machen. Theoretisch. Haben wir scheinbar nicht. Okay, müssen wir kurz machen. Ich habe da eine Idee. Huch, ach egal. So. Wir machen Dämmbar. Wir machen Dämmbar. Und wir brauchen Dämmbar. Dann machen wir uns das da. Einen Rucksack zum Mitnehmen, bitte. Gut. Wir haben ja, was Leder angeht, ein bisschen vorrätig. Wir können auch immer wieder herstellen. Wir können die Rucksäcke nachher auch noch vergrößern, aber das wird teuer. Ich habe mich schon mal erkundigt, wie das geht und wir brauchen wahnsinnig viel Leder dafür, aber was wir dann letztendlich dafür rausbekommen, ist geil. Es ist einfach nur geil. So, genauso wie unser Bett, das wir einfach dabei haben, immer und überall, damit wir in der Nacht schlafen können. Mhm. Gut, die Axt müsste jetzt eigentlich wieder reparabel sein. Jo! Und dann geht's dem nächsten großen Kollegen an den Kragen. So. Dieses Holz, wir werden das nachher alles verwursten. Wahrscheinlich übertreibe ich mit dem Sammeln jetzt ein bisschen. Wir werden es nachher sehen. Vielleicht brauchen wir auch noch mehr. Und wo ist denn der Carpenter-Block, den ich gerade noch zur Hand hatte? Ich wollte das ausprobieren. So, wir brauchen unsere Werkzeugesse, die ich jetzt nie wiederfinden werde. Da oben. Und dann machen wir die Axt gerade nochmal
gerade noch mal heile und dann machen wir. Ach, schade. Hätte klappen können. Warte mal, ich mach das von hier. Hui, es regnet Holz. Immer wieder schön. Gut, Stadt sammle ich auch mal ein. Wir müssen die Axt wieder reparieren. Es wird von Reparatur zu Reparatur schwieriger zu reparieren. Okay, wir brauchen den zweiten Rucksack. Hallo? Ich will ganz gerne alles reinschopfen. Wahrscheinlich müssen wir uns gleich noch einen dritten Rucksack machen. Es ist zu nice. Es ist einfach zu nice, dieser Regen aus Holz. Gut, das hätten wir. Dann reparieren wir die Axt nochmal. Ich würde sagen, wir machen den zweiten Rucksack noch voll und dann gehen wir zurück. Denn dann haben wir genug Holz in der Hütte. So, pass auf, wir brauchen... So, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach dreimal. Es sind vier Reparaturen hier. Gut. Und dann bist du der Nächste. Ich warte auf die Runde Baumfällen, wenn die Axt einfach zu wenig repariert ist und sie uns beim Baumkillen auseinanderfällt. Warte ich drauf. Gut, dann neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Sehr schön. Ich fall jedes Mal auf dieses Haus rein. Glaubst du das? Das ist der Wahnsinn. Okay. Dann du? Alter, es regnet einfach nur Holz. Gut. Dann hätten wir das. Okay, hier ist ein Strich in der Landschaft. Da drüben ist so ein kleiner Zwerg. Und wir schnappen uns den nächsten Reparaturvorgang, damit unsere Axt wieder verwendbar ist. Okay. Hier oben stehen schon die ganzen Kollegen. Ich mach die mal ein bisschen auseinander, damit hier nicht wieder so ein Koloss wächst. Weil ihr wisst es selber, die wollen wir ja nicht mehr haben. Das wird so witzig werden, wenn hier einfach alle Bäume weg sind. Voll das karge Land dann einfach nur noch. Ah ne, halt. Hier ist ja an sich voll, oder? Nee. Wir kriegen hier noch Wassholz rein. Gut. Das Brot könnten wir an sich jetzt vernichten. Sekunde. Und dann müssen wir eh bald zurück, weil wir haben nichts mehr zum Fressen dabei. Wir brauchen wahrscheinlich einfach eine bessere Axt. Wir brauchen eine bessere Axt. Damit wir hier effizienter Kleinholz machen können. Alter, wie viel FPS habe ich jetzt bitte? 9, das kannst du keinem erzählen. Das ist bald... nein. Habe ich nicht bestellt, mein Freund. Gut. Theoretisch die ganzen Saplings, das sind ja echt fast Tausende. Wir könnten gucken, ob wir die vielleicht einfach in den Komposter schmeißen könnten. Und wenn das gehen würde, das wäre quasi ein Kreislauf. Oder was heißt Kreislauf? Es wäre halt ziemlich sinnvoll und wir haben keine Steinchen mehr auf Lager. Pass mal auf, wir machen gerade mal einen ganzen Packen davon. Wir können das ja eh wieder mit nach Hause nehmen, das ist kein Thema. Warte mal. Wieso? Was willst du von mir? Steinwerkzeuggriff, Tinker's Construct. Ah ja, interessant.
So, gut, dann machen wir das gerade auch noch dazu. Wird zwar nicht ganz aufgehen, so, ist aber egal. Dreihundertzweiunddreißig. Mal gucken, was denn davon übrig bleibt, wenn wir so einen großen Baum wegholzen. Hallo? Knapp 200 Holz wirft er ab. Genau genommen 198? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls genug dafür, dass unsere Axt jedes Mal halbes kaputt ist. Da ist der nächste gewachsen. Das akzeptiere ich nicht. So. Alter. Ich glaube, ich muss diese ganzen Setzlinge einfach reinsammeln. Es ist einfach eine Last. Du baust einen ab und fünf neue kommen, oder? Gut, es wäre natürlich für unsere Holzproduktion sehr geil. Wir hätten für immer und ewig mit Holz ausgesorgt, aber andererseits, naja. Ich weiß nicht. Ich versuche jetzt mal so viel Saplings wie möglich einzusammeln, damit wir so wenig Nachwuchs an Bäumen wie möglich haben. Klingt das doof, Nachwuchs an Bäumen? Keine Ahnung, ob das doof klingt. Wir müssen reparieren, sehe ich gerade. Gut, stehen hätten wir weg. Ich mache hier noch ein paar kleine. Ich glaube, die hier sind auch schon nachgewachsen, wa? Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal den hier. Wir sensen das mal kurz um hier. Damit wir das Zeug mitnehmen können. Eine unglaubliche Geschichte meines Lebens. Es ist nicht so spät wie sonst beim Aufnehmen. Ich dachte, ich erwähne es einfach mal, weil ich es immer, man kann schon fast sagen, rumheulen bin, dass es immer so spät ist, wenn ich aufnehme. Nein, es ist jetzt 23:41 Uhr. Wir nehmen seit genau einer Stunde auf. Also Props an mich selber, mal ausnahmsweise, wa? Habe ich gut gemacht. Ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. So, wo ist unsere Werkzeugesse? Die brauche ich jetzt mal ganz kurz. Und da sollte ich vielleicht auch den hier machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Saplings dann irgendwann mal loskriegen soll. Ich glaube, wir werden wie ein. Hast du verstanden, oder? Wir werden hier einen ewig währenden Wald haben. Okay, die Tasche sieht gut voll aus. Gut, dann schauen wir gerade mal. Ja, sieht ganz gut aus, wage ich zu behaupten. Wie sieht denn unser Rucksack hier aus? Gut, das kriegen wir noch rein. Das kriegen wir nicht rein. Gut, doch. Also mein Vorschlag daran wäre es, dass wir Zeppelins, die hier sich festgesetzt haben, einfach wieder mitnehmen. Wenn wir die sehen, natürlich. Was bei 5 Millionen Saplings pro Baum auch gar kein Problem sein sollte, kriege ich hier noch gefällt jetzt so. Ah, zum Glück. Okay, da taste ich mich erstmal ran. Da steht schon der nächste in den Startlöchern. Nö, sehe ich nicht, du wächst heute nicht. Nicht heute, noch nicht in Zukunft. Gut, hier haben wir alles eingesammelt. Wir sollten so Helfer haben, die uns einfach das Zeug einsammeln. Das wäre mega praktisch eigentlich. Aber wenn es das gäbe, würde mich freuen. Wäre nice. Auf jeden Fall. Sehr spannend, wie ich hier Holz sammle, wa? Aber es gehört dazu und es ist für einen größeren Zweck. Okay.
Dann haben wir noch 8 FPS. Es ist einfach. Ja. Ein FPS. Kein FPS. Tschüss, Minecraft. Während das Spiel hier gerade am Sterben ist, schalte ich mal ein Lied weiter. So. Dann gehen wir gerade mal ins Bett und ich habe festgestellt, ich habe mir nichts zum Trinken an den Rechner gestellt. Das war der klügste Schachzug des Tages tatsächlich. Denn ich sabbel jetzt schon seit einer Stunde hier vor mich hin und mein Hals wird immer trockener und ja. Ziemlich ungeil, muss ich meinen, aber. Selbst schuld, vielleicht machen wir auch gleich einfach kurz eine Aufnahmepause. Wie viel hat die Axt noch? Könnte reichen. Bam. So, hier war ja voll. Hatten wir nicht noch irgendwie, ja, hier Holunderbeeren, oder? Ne, Stachelbeeren. Schon wieder verwechselt. Eine hätten wir da noch. Die schmeißen wir mal ganz kurz in den Hals rein, damit wir einen Inventarplatz mehr bekommen. Also selbst die kleinen Bäume haben irgendwie 10 Holz oder sowas dran. Sehr Reparatur kostenintensiv. Gut. Anbei möchte ich mich doch gerade mal für die Framerate entschuldigen, die etwas sehr ungeil ist. Hat das super geklappt? Ich bin froh, dass wir diese Sense haben. Dann können wir wenigstens schon mal ein paar Saplings im Vorfeld ja, ausschalten. Irgendwie so. Dann machen wir gerade mal hier oben weiter. Da sind auch schon wieder ganz viele gewachsen. Das darf natürlich nicht sein. Denn wir wollen die Natur zerstören, ausnahmsweise. Ich muss die Axt wieder reparieren gehen, denn dann. Wie viel Platz haben wir noch? Ich würde behaupten, wir könnten noch 2 große Bäume abbauen. Und dann ist das Platz angeht wirklich tutti. Ich hoffe wirklich, dass man diese Setzlinge auch kompostieren kann. Ich werde mich so freuen, ey. Das wird so ein Feuerwerk des Komposts werden. Der Kompost läuft bestimmt bis morgen oder so. Ah, wir wollten reparieren, oder? Nee, ah. Haben wir erst. Dussel. Okay. Da hat es wieder Setzlinge, die ich mitnehmen darf. Okay, wir nehmen den großen hier auch mal mit.